Herzlich willkommen, liebe Unternehmen, liebe potenzielle Sponsoren. Heute dürfen wir euch einen Überblick über das Lehrlingsfestival 2021 hier in der Plus City in Verbindung mit Internetstars Live geben. Für die, die uns nicht kennen, ich bin der Noah, der Max und der Alex, und wir dürfen beim kommenden Festival verteilt über 3 Tage durchs Programm führen. Und jetzt starten wir auch schon direkt ins erste Interview. Als erstes begrüße ich hier bei mir in der Plus City die Alex Pfeiffer. Was treibt euch an, diese Veranstaltung, dieses Festival umzusetzen? Ja, erstens also eine wirklich tolle First-Class-Location. Die Plus City ist ein Platz, wo Jugendliche auch ihre Freizeit verbringen. Man fühlt sich in dem Haus wohl. Und noch dazu haben wir uns jetzt 3 Jahre lang getestet mit Internetstars Live, eines der größten Festivals, nämlich Europas größtes Fantreffen der Influencer-Community, hier abzuhalten. Und diese Erfahrungswerte und vor allen Dingen diese Innovation auch Jugendlichen, die Arbeitswelten auf neue Art und Weise, nämlich mit Wohlfühlsein und Festivalcharakter näher zu bringen. Das ist das Ziel, warum wir uns entschieden haben, all das, was wir geschafft haben, mitzunehmen und andererseits jetzt wirklich für die Wirtschaft zu öffnen. Ja, dann Alex, lass uns jetzt mal zusammenfassen. Was ist denn der Mehrwert für das buchende Unternehmen? Mehrwert auf jeden Fall mal die Location. Mehrwert 2, Jugendliche kommunizieren auf Augenhöhe miteinander. Jugendliche, YouTuber, Influencer, die ganze Plattform, Social Media Plattform, die aufgebaut worden ist, steht zur Verfügung. Und natürlich der Festivalcharakter. Ich buche hier ein Paket als Unternehmen, in dem es mir überhaupt nichts fehlen wird. Es wird wirklich ein Auftritt, der den Jobsuchenden Spaß machen soll, soll aber auch den Unternehmen Spaß machen, einmal ihr Wissen, ihr Know-how und die Sensibilität, ihre Lehrlinge an den Vordergrund zu stellen, sollen das zurückspiegeln, dass das wirklich so funktionieren kann. Wow, ja, danke Alex. Jetzt darf ich abgeben zum Alex. Der hält für euch jetzt jemand ganz Spannenden parat. Welches Erscheinungsbild hat die Veranstaltung? Uns war es bei der Konzeption der Veranstaltung sehr wichtig, dass wir ein sehr durchgängiges Design haben. Es gibt Unternehmenspräsentationsflächen, wo sich die Firmen präsentieren. Die sind alle durchgängig gleich gestaltet. Und uns war es wichtig, dass das jugendlich ist, dass es Kommunikationszonen gibt, dass es eigene lärmberuhigte Besprechungsbereiche gibt, sogenannte Akustikkabinen. Und das Ganze soll halt wirklich einen Festivalcharakter haben, dass der Jugendliche wirklich Lust hat, hierher zu kommen. Und habt ihr auch Gedanken zum ökologischen Fußabdruck der Veranstaltung gemacht? Ja, haben wir uns natürlich. Es wird auf dieser Veranstaltung ganz ein neues Konzept geben, was den Austausch zwischen Aussteller und potenziellen Lehrling betrifft. Es gibt eine digitale Plattform, es gibt eine Veranstaltungs-App, es gibt eine App, die mit einem QR-Code sozusagen den Austausch zwischen Aussteller und Lehrling herstellt. Das heißt, der ganze Informationsaustausch, Datenaustausch funktioniert ausschließlich digital. Also gar kein Papier? Kein Papier, maximal das Linzer G-Ticket, das dann noch im Papier sein wird. Gibt es aber auch schon digital, meines Wissens. Aber ansonsten versuchen wir wirklich, dass wir diesen Austausch digital machen und papierlos und nicht zahlreiche Prospekte dann gedruckt werden müssen für diese Sache. Sehr gut. Wie viele Aussteller werden denn Platz finden beim Lehrlingsfestival? Ja, es gibt also die Möglichkeit für Mieter der Plus City einen Shop im Shop zu machen. Da haben im Prinzip so viele Aussteller Platz, wie es hier Mieter gibt. Und dann gibt es auf der Fläche gibt's noch ca. 100 Ausstellungsflächen, wo sich Firmen präsentieren können. Und darüber hinaus haben wir noch wenige exklusive Container-Kojen im Outdoor-Bereich. Also wird ungefähr 150 bis maximal 200 Aussteller sein. Wie kommt es, dass der Bubble Days Maker Einzug ins Lehrlingsfestival nimmt? Das kann eigentlich nur einen Grund haben, Entertainment. Ich begrüße Jörg Neumeier. Hallo. Was sind da deine Erfahrungen, was wir hier wahrscheinlich anders machen werden, damit die potenziellen Lehrlinge hoffentlich einen anderen Zugang zu dieser Thematik bekommen? Und zwar, ich habe es einfach bei meinem eigenen Festival gemerkt oder auch auf Musikfestivals, wo ich war. Mhm. Die Leute sind einfach wesentlich aufmerksamer den ganzen Tag und sie wollen nicht nur Party machen und Musik horchen, das machen sie am Abend, sondern sie sind untertags sehr wohl bereit, Projekte auszuprobieren, sie informieren zu lassen, gut essen zu gehen, zu chillen. Und genau dasselbe habe ich mir für ein Lehrlingsprojekt bzw. ein Lehrlingsfestival auch vorgestellt. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Warum denkst du, kommen
Leute zu so einem Festival? Naja, die Entscheidung irgendwie, was ich beruflich mein Leben lang machen werde, ist ja keine unwichtige. Definitiv. Und ich denke mal, wir sollten Jugendlichen dabei helfen, die richtige Entscheidung fürs Leben zu treffen und Unternehmen dabei helfen, die richtige Art der Präsentation zu machen, damit sie die Jugendlichen in diesem Beruf wiederfinden. Vielen Dank, Jörg, für diese spannenden Worte. Sehr gerne. Und damit übergebe ich eigentlich schon wieder weiter an den Max. Ja, ich begrüße jetzt bei mir den Markus. Herr Markus, du siehst schon, Gastronomie ist bei mir absolut das Stichwort. Mhm. Und deswegen frage ich mich, was muss ich mir unter dem gastronomischen Konzept für die Veranstaltung vorstellen? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wir werden als Hauptpartner natürlich die Plus City haben. Und aufbauend auf das bestehende Gastronomiekonzept, das wir schon haben von Internet Stars Live, werden wir etwas Neues, Einzigartiges kreieren in der Gastronomie, wo wir auch den Lehrling interaktiv einbinden werden. Aber wir werden auch den Sponsoren die Möglichkeit geben, sich mit neuen, hippen Marken präsentieren zu können. Mhm. Ja, das hört sich wunderbar an. Du siehst, wir haben ein paar Getränke und ich würde sagen, wir stoßen jetzt an auf ein erfolgreiches Lehrlingsfestival 2021. Prost! Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben oder sich für eins unserer Sponsorenpakete interessieren, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns, auch Sie hoffentlich bald an Bord zu haben. Bis dahin, Ihre Moderatoren Max, Noah und Alex. Ciao.